Hi Leute, ich dachte, ich mache heute mal einen chilligen und wollte mit euch meine Favoriten teilen, die ich in den letzten Monaten super gerne benutzt habe. Und ich würde sagen, wir fangen an. Fange ich mit einer Foundation an, und zwar ist es nicht die The Ordinary, sondern die von Art Deco. Die finde ich richtig gut. Die hatte ich mal von denen zugeschickt bekommen für so ein Video auf Instagram, so ein Make-up-Video. Und als ich das aufgetragen habe, dachte ich so, boah, das ist der Hammer. Und ich trage die sehr, sehr oft. Und zwar mische ich zwei Farben. Einmal die 04 und 08. Gerade wenn ich Selbstbräuner trage, mische ich da ein bisschen von 08 ein bisschen mehr rein in die 04. Und wenn ich nicht mehr so viel Selbstbräuner trage, dann ein bisschen mehr von der 04 und ein bisschen weniger von der 08. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich trage die Foundation gerade mit einem Hub von dem und einem halben von dem dunklen. Habe das halt auf meinem Handrücken gemischt und habe das dann in Kombination mit deren Pinsel aufgetragen. Und zwar auch mit diesem Art Deco Pinsel. Das ist der größte von denen und das war nur eine limitierte Edition. Ich wollte den, glaube am Freitag kaufen. Weil ich habe halt Angst, wenn der mir irgendwann kaputt geht oder irgendwann all wird, dass ich dann ein Backup habe und den gibt es nicht mehr. Und ich kriege meine Krisen. Also ich will es nochmal bei Karstadt versuchen. Da gab es noch einen, aber der war offen. Und dann dachte ich so, oh, einen offenen will ich auch nicht. Ich hoffe, dass ich den nochmal als Backup bekomme. Also die Art Deco Foundation in Kombination mit dem Pinsel von denen ist der Hammer. Aber ich liebe den Pinsel. Also der gehört auch zu meinen Monatsfavoriten. Der ist der Hammer. Ich trage mittlerweile jede Foundation damit auf und arbeite es dann nochmal mit einem Beauty Blender ein. Und oh, das Finish ist der Hammer. Die Foundation ist auf jeden Fall parfümfrei und die hat keinen Lichtschutzfaktor. Hat ganz normale 30 ml. Man kann die super gut aufbauen, wie ich festgestellt habe. Also ich baue sie immer gerne auf. Heute trage ich sie leicht. Hier kann man sehen, meine Haut guckt noch durch, auch meine Stirn, weil ich es heute nicht so deckend haben wollte, aber man kann sie definitiv viel deckender aufbauen. Und die fühlt sich auf der Haut super leicht an. Also ich mag die mega gerne und die ist gar nicht so teuer, meine ich zumindest. Ich verlinke es euch auf jeden Fall in die Infobox, einer meiner Favoriten so der letzten Monate, also seitdem ich sie habe. Viele haben mich bei dem Pinsel noch gefragt, wie ich den sauber mache. Ich habe so ein Brush Shampoo von Sigma. Damit reinige ich das. Also ich gehe damit so unter lauwarmes Wasser, massiere das erstmal so ein, also dass der Pinsel komplett feucht wird. Dann gebe ich da so zwei Hub von diesem Shampoo rauf und dann massiere ich das schön in die Borsten ein und dann wasche ich das aus und drücke das dann immer so aus, bis dann nur noch klares Wasser aus dem Pinsel kommt. Und so reinige ich meinen. Und dann lege ich den auf die Heizung, aber ich mache die Heizung nicht an. So ein trockenes, sauberes Küchentuch und dann lege ich es halt so auf. Ne? Und dann kommt halt genug Luft dran und das Wasser kann dann halt, also ich drücke es zwar aus, aber ich lager den halt nicht so, sondern so. Ich habe noch was Grundierungsmäßiges, das wundert euch sicherlich nicht. Und zwar ist es die Kombination von diesen beiden hier. Einmal The Ordinary, dieser Primer, von dem ich euch super viel erzählt habe. Ich habe ein ganzes Video gemacht, verlinke ich euch hier oben. Und dann nochmal die Foundation dazu. Und ich benutze beide super gerne, egal ob es die Serum Foundation ist oder die High Coverage Foundation. Beide benutze ich, oder Full Coverage heißt die, ne? Das ist die Serum, ja, und Full Coverage. Und ich benutze beide super gern, gerade in Kombination mit dem Primer und dem hier. Es ist der Hammer. Immer wenn ich die trage, werde ich immer angesprochen, was für eine Foundation ich trage. Und dann sage ich, ja, das ist so eine 6-Euro-Foundation. 6 Euro ein paar zerquetschte und alle flippen total aus und können es gar nicht glauben. Aber ich weiß, dass super viele von euch die Foundation auch bestellt haben. Ich habe auch schon super viel Feedback bekommen, dass sie ja auch total zufrieden sind und nach 8 Stunden Arbeitstag würde die Foundation das erste Mal immer noch gut sitzen. Also ich hoffe, dass das auf jeden Fall für einige von euch keine Enttäuschung war. Das ist ja halt immer so eine Sache, ne? Man zeigt halt seine Favoriten oder macht ein Video, was für einen funktioniert. Bitte beachtet, dass es nicht immer für andere funktioniert. Also immer gut durchlesen, was auf der Internetseite steht, was der Hersteller auch sagt. Aber für mich definitiv unschlagbar, die zwei hier. Dann habe ich noch einen anderen Favoriten und zwar ist es die Jaclyn Hill Palette oder die Morphe Palette mit Jaclyn Hill. Ich finde die so gut, einfach die Farbauswahl ist super. Die Lidschatten sind hammermäßig pigmentiert, lassen sich super gut verblenden. Es gibt sehr, sehr viel Fallout, was mich persönlich gar nicht stört. Wenn ich weiß, okay, ich arbeite mit Lidschatten, die sehr viel krümeln, dann fange ich auch allgemein eher mit meinem Augen-Make-up an und dann mit meiner Grundierung.
Das wäre vielleicht auch so ein Tipp für euch. Ansonsten, wenn man schon seine Grundierung gemacht hat, kann man nochmal loses Puder unter dem Auge auftragen und dann mit kräftigeren Lidschatten arbeiten und dann kann man es nachher einfach wegfegen. Das ist auch kein Problem. Ich hatte in meinem letzten Video, vom Sonntag das Video, wo ich meine Lippenstifte komplett aussortiert habe, hatte ich, glaube ich, ein super zartes Augen-Make-up und viele haben mich gefragt, was ich getragen habe auf dem Auge und das war, was ich auch heute trage. Und zwar sind es die zwei Farben, die habe ich gemischt mit so einem großen, fluffigen Blendepinsel und dann einfach drauf, ohne darauf zu achten, ob es ordentlich ist oder nicht. Genau. Also das ist auch definitiv einer meiner Lieblingspaletten. Einfach aus dem Grund, weil die super günstig ist. Man hat super viele Farben. Auch hier haben mich super viele gefragt, wie man an die rankommt. Also ich habe die von Morphe Brushes zugeschickt bekommen, netterweise. Morphe liefert gerade leider nicht mehr nach Deutschland. Ich weiß nicht warum, ob es da Probleme mit den Inhaltsstoffen gab, dass es der Zoll irgendwie nicht mehr durchgewunken hat. Ich weiß es nicht, ich stecke da leider nicht drin. Ich weiß nur, dass einige das über so ein Postfach bestellt haben. Da müsstet ihr mal gucken, wie heißen die? Diese Auslandsbriefkästen oder so? Keine Ahnung, müsstet ihr mal gucken, googeln, wie man das da so bestellen kann. Ich weiß, dass einige geschrieben haben, dass sie das über Umwege so halt bekommen haben. Ich habe noch ein Produkt fürs Gesicht. Also ich habe einige Gesichtsprodukte, die mich die letzten Monate echt begeistert haben. Und zwar habe ich hier nochmal von Dr. Jart die BB Beauty Balm Creme. Die hat einen Lichtschutzfaktor von 45, passt sich so ein bisschen der Hautfarbe an. Die kommt so. Ich fand die Verpackung mega cool irgendwie. Das ist so sehr fest, wie ihr sehen könnt, ne? Also wie so eine Creme. Farbe wirkt sehr dunkel, aber wenn man die verteilt, finde ich, passt das eigentlich ganz gut. Also ich trage die sehr oft, wenn ich keine Lust habe, Foundation zu tragen, aber ich auch nicht komplett ohne sein möchte und ich halt auch nicht nur Lichtschutzfaktor tragen möchte, dann ist das für mich so eine perfekte Alternative. Gerade wo es so zwischen Juni, Juli richtig warm wurde, habe ich immer das getragen. Die Haut sieht super frisch aus, spendet Feuchtigkeit, hat einen Lichtschutzfaktor, mag ich sehr gerne. Wenn ich eben sowas nicht möchte, dann greife ich definitiv zu der hier. Eine Lippenkombination, die ich euch nicht vorenthalten möchte, und zwar ist es die, die ich gerade trage. Das hatte ich in meinem Haul auch gezeigt letztens. Das ist einmal von Charlotte Tilbury, der Pillow Talk Lip Liner, der ist super beliebt. Mittlerweile gibt es den sogar als Lippenstift. Und dann habe ich noch den Lippenstift hier. Das ist der, den ich auch trage. Und zwar ist es Kim KW, also Kim Kardashian West. Das ist ihr Nude-Ton. Und darüber trage ich wie immer meinen allerliebsten Gloss von Dior, der Lip Maximizer. Die Kombination ist der Hammer. Das ist halt auch so, dadurch, dass es nicht so dunkel ist, kann ich halt auch ohne Spiegel oder mir reicht halt ein kleiner Spiegel, wenn ich einfach meine Lippen umrande, bisschen Lippenstift in die Mitte verblenden und dann einfach den Gloss drüber und man sieht immer so ein bisschen frisch aus, wacher aus. Ich mag die Kombination mega gern. Ein Bronzer, ja, ich liebe diesen Bronzer, der ist der Hammer. Und zwar habe ich den gekauft, als Sephora zu Galeria Kaufhof kam, bei der Eröffnung in München. Da gibt es ja auch Becker Cosmetics und ihr wisst, ich liebe Becker. Ich kriege viel von denen zugeschickt, aber die Bronzer habe ich nicht zugeschickt bekommen, was nicht schlimm ist. Ich habe es mir selber gekauft und zwar ist es dieser Bronzer hier, Sunlit Bronzer. Und ich habe die hellste Farbe, und zwar Bali Sands. Und die haben irgendwie, glaube ich, immer so nach Stränden der Welt benannt oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich Bali Sands, da habe ich meine Flitterwochen verbracht. Und das ist ein Bronzer, der sehr leicht ist, hell ist. Also ich trage den gerade auch. Und der ist halt für meine helle Haut wirklich perfekt. Ich kann den halt auch so ein bisschen aufbauen, leichter tragen, ohne dass man gleich zu orange, braun, dreckig ausschaut. Also mega. Und dieser Bronzer hat dieselbe Formulierung wie die Shimmering Skin Perfekte Highlighter von Becker. Also die Formulierung steckt auch in dem Bronzer. Sprich, der Bronzer ist auch nicht matt, sondern hat so einen leichten Schimmer. Also wenn ihr diesen Blush von Milani kennt, der hat ja auch so einen leichten Schimmer, dann hat das noch weniger Schimmer. Also das hat Schimmer, aber das im Gegensatz zu dem noch doller. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Ihr könnt es sicherlich auch swatchen. Becker bekommt ihr jetzt übrigens auch bei Douglas, nicht nur bei Galeria Kaufhof. Und ich weiß nicht, ich bin begeistert. Seitdem benutze ich immer diesen Bronzer. Wenn ich im Fake Tan trage,
Dann greife ich zu einem anderen, der ein bisschen mehr Farbe hat, weil dann ist das wiederum zu hell. Aber so allgemein tagsüber, den gebe ich mir auch komplett so über meinen Nasenrücken. Immer den hier, den liebe ich. Ich werde immer wieder gefragt, weil ich es auch so oft jetzt in den Videos erwähnt habe, dass ich mal, ja, selbst Bräuner trage. Und ich wurde jetzt richtig oft gefragt, welchen ich trage. Also ich habe angefangen mit dem von Sisley. Hier muss ich allerdings sagen, der ist richtig teuer. Also so richtig doll, doll teuer. Der ist natürlich auch stark parfümiert, wie ich finde. Der ist aber sehr schön. Der ist ein bisschen oranger als der von Loving Tan. Also ich habe den getragen und den getragen. Und zurzeit trage ich immer den von Loving Tan. Da habe ich die Farbe Medium. Und das ist halt so ein 2-Stunden-Express-Ding. Das ist halt, kann ich euch zeigen, also einmal schütteln. Das geht halt mehr in so dieses Olive und nicht in das Orange. Das hat halt noch so ein Farbzeugs drin, damit man sehen kann, wo man überall den Selbstbräuner aufgetragen hat. Also was ich mache, ich gehe duschen, rasiere mir meine Beine, was halt auch alles rasiert werden soll, muss. Ne? Jeder hat es ja auch, jeder, wie er es mag. Halt normal duschen, schön peelen, so ein Peeling, was man unter der Dusche benutzt, dann abtrocknen, eincremen. Manchmal trage ich den dann direkt auf und manchmal warte ich einen Tag und dann creme ich mich komplett nochmal ein und gerade so Ellbogen, Knöchel, also Knie, da gebe ich extra viel Selbstbräuner drauf, weil ich finde, dass das dann doch schon etwas Flecken macht. Also alle beide, ne? Weil da ist die Haut halt so ein bisschen komisch, delikat, schrumpelig. Ich weiß es nicht, aber da setzt sich das halt super gerne fest. Also könnt ihr es sehen, wenn man es dann verblendet. Also man muss mit dem Loving Tan super schnell arbeiten, weil sonst passiert nämlich das. Es gibt auch so einen Handschuh, den habe ich auch. Und dann muss man das ganz schnell in die Haut einmassieren. Und wenn man es nicht macht, dann hat man die Streifen. Mit dem Handschuh kann man das auch so ein bisschen wegradieren, was gar nicht schlecht ist. Und der von Sisley, der ist halt ganz weiß. Und man sieht nicht, wo man war. Ne, das ist natürlich das Tolle an dem Loving Tan. Man sieht, ah, okay, da war ich schon. Bei dem siehst du es nicht, da trägst du das halt auf. Wobei der halt feuchtigkeitsspendend ist. Sprich, man könnte sogar auf eine Lotion verzichten. Und der ist halt sehr doll parfümiert. Und man sieht halt nicht, wo man war. Und am nächsten Tag ist man dann so, als wäre man im Urlaub gewesen. Man war es halt nur nicht. Also ich benutze super gerne beide. Den bekommt er bei Douglas. Ist halt um die 90, 100 Euro in etwa oder 112 Euro. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Der ist günstiger, muss man aber im Ausland bestellen. Dann habe ich noch ein Produkt fürs Gesicht, aber keine Grundierung. Ich glaube, jetzt hatte ich genug. Aber das sind echt Sachen, die ich so, so gerne benutze und abwechselnd. Ach, ich liebe es. Aber gerade, wenn man viel Make-up trägt und so, bliblablub. Ich habe auch so viele Höckelchen und Pöckelchen im Gesicht. Was ich dann gerne mache, wenn ich gerade auf meine Grundierung achte, also wenn ich sage, okay, heute soll mein Make-up richtig schön ausschauen, dann benutze ich gerne ein Peeling. Und zwar ist es dann das von Origins, das Modern Friction Nature Gentle Dermabrick. Okay, egal. Auf jeden Fall ist es ein, finde ich, ein sehr zartes Peeling. Also da sind zwar Körner drin, ich zeige euch das mal. Das ist so eine dicke weiße Paste. Und es tut auch im Gesicht nicht so weh, ne? Also man spürt die Körner, die da drin sind, aber nicht so, dass man denkt so, oh, das verletzt meine Haut. Und dann massiere ich das schön ein, ne? Auch, und ich mache es gerne, wenn ich mich abgeschminkt habe, dann springe ich unter die Dusche, ne? Und dann halt Haare waschen, blablablub. Dann ist die Haut natürlich durch das warme Wasser auch so ein bisschen, die Poren sind auch so ein bisschen geweitet. Und dann gebe ich mir das hin, massiere das ein, wenn ich aus der Dusche komme oder allgemein auch so, wenn ich es halt vor der Grundierung benutze. Abwaschen, dann ist die Haut so weich, wirklich, wenn die drüber geht, das ist so wie so ein Baby-Wash. Das, meine Lieben, waren meine Favoriten der letzten Monate, die ich wirklich durchgehend und oft benutzt habe. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet zu den Produkten, dann stellt die wie immer super gerne in den Kommentaren. Von euch würde ich gerne wissen, was ihr die letzten Monate, was habt ihr für euch entdeckt? Welches Produkt war für euch so, boah, das hat mich umgehauen. Ich würde super gerne wissen, vielleicht entdecke ich auch von euch was mir gefällt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.